und herzlich willkommen in unserer liebevollen Runde hier beim Supertalent. Wer bist du? Mein Name ist Jörg Burkhardt. Jörg, was willst du uns heute zeigen? Ich möchte euch heute ein Experiment zeigen. Es ist ein Experiment zum Thema Gedanken lesen. Okay, das wollte ich schon immer beim Date. Dann konnte ich mal, damit ich immer direkt weiß, was denkt er von mir. Genau. Du kannst es also. Ich kann es natürlich nicht. Ja? Ich werde es versuchen. Wir schauen einfach mal, was passiert. Meine Frage ist, wenn da gar keine Gedanken sind, was errätst du denn? Hallo? Was? Nein, ich meine, nur ist ja nur eine Frage. Das heißt, das sind ja das ist ja Elektrizität, was hier oben abgeht. Alles ist Energie, Dieter. Alles vertreten zwischen Schwachstrom und Starkstrom ist alles dabei in diesem Jahr. Ja, dann bin ich mal gespannt. Okay. Ganz viel Glück, ich hoffe, der Versuch wird gut. Gut. Evelyn, da du mich schon so toll interviewt hast, habe ich auch direkt eine Frage an dich. Denk bitte mal an deinen Freundeskreis oder Bekanntenkreis. Mhm. Eine männliche oder weibliche Person spielt dabei keine Rolle. Ja. Wichtig ist, dass du das Geburtsjahr auswendig kennst. Das Geburtsjahr. Das schafft die Evelyn. Glaube ich auch. Ja. Okay, ich hab's. Ich hab's. Wunderbar. Ja, lies mal meinen Gedanken. Halt die Klappe. Ich bin noch nicht fertig. Ich möchte dich jetzt bitten, die beiden letzten Stellen des Geburtsjahres einmal zu notieren. Okay. Ja? Du hast mich so lieb und bist so froh. Ich bin immer noch nicht fertig. Ich sag dir Bescheid, wenn ich fertig bin. Okay, boah, das war lang. Und den Namen von der Person, an die du gerade denkst, schreibst du einfach unten drunter. Wenn du das jetzt hinbekommst, dann falle ich vom Stuhl. Jetzt. Na, was habe ich gesagt? Du hast mich total lieb und bist so froh, dass ich neben dir stehe. Die ganze Supertalent-Staffel. In der langen Version. So war's. Schon, oder? Gut. Denk bitte nur an die Zahl. Mit Augen zu oder auf? Was du hilft kannst da mehr? Die Augen sehr gerne auflassen. Okay. Kann man hier durchgucken? Nee. Nein. Evelyn, ich vermute mal die Zahl, an die du gerade denkst. Ja. Die beiden letzten Stellen, die du gerade denkst, sind noch nicht dabei, nein. Ne? Okay, lass mich freundlicherweise einmal die erste Zeile addieren. 4 plus 5 ergibt 9, korrekt? Ja. Plus 11 ist 20, plus 68 ergibt 88. Und meine Frage an dich, Evelyn, 88, ist das die Zahl, an die du gerade denkst? Ich bin im Schock. Es ist die Zahl? Es ist die Zahl. Es ist deine Zahl. Woher weiß er das? Woher weißt du das? Lass mich freundlicherweise auch einmal die zweite Zeile rechnen. 1 plus 8 ist 9, plus 10 ist 19, plus 69, 88. Senkrecht. 9, 15, 19, 88. 5, 15, 18, 88. Diagonal. 9, 12, 20, plus 68, 88. Die Ecken. 4 plus 5 ist 9, plus 10 ist 19, plus 69, 88. 1, 9, 20, plus 68 ist 88. Unfassbar! Wie hast du das gemacht? Das verrate ich dir gerne. Ich habe das gut gemacht. Wie denn? Ich werde nicht schlafen können. Und ich möchte, Evelyn. Wo hast du diesen Trick her? Also wie siehst du meine Gehirnzellen rein? Es geht ja noch weiter. Ich möchte dich jetzt bitten, dich darauf zu konzentrieren, ob du dich für eine männliche oder eine weibliche Person entschieden hast. Okay, nur konzentrieren, vielen Dank. Und ich bin mir zu 100% sicher, Evelyn, du hast dich für eine weibliche Person entschieden. Jetzt ist es richtig. Tatsächlich. Es ist eine weibliche Person. Es war 50-50. Das war 50-50. Die ganze Zeit, liebe Evelyn, steht hier auf der Bühne ein kleines Kästchen. Ja? Und in diesem Kästchen befindet sich ein Name. Nein. Komm. Ja. Ich möchte dich jetzt bitten, den Namen einmal vorzulesen. Wenn das jetzt stimmt, ne? Kannst du den Namen lesen?
Hier steht der Name Saranda. Das ist meine beste Freundin. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, wie soll er das denn wissen? Wie soll er das wissen? Wie soll er das aber denn? Kann das sein, ja, dass deine beste Freundin ist? Hast du das irgendwo im Internet gepostet oder irgendetwas auf Instagram oder so? Ich habe ab und zu mal mit ihrem Bild und habe sie auch ganz, ganz selten, vielleicht viermal in meinem Leben verlinkt auf Instagram. Das war's aber. 88, woher soll er das wissen? Das ist ja nicht normal. Das ist bist gut. Du ein Mensch? Wenn ich ganz normal wäre, wäre ich, glaube ich, auch nicht auf dieser Bühne. Ja, aber ganz ehrlich, da steckt schon irgendetwas im Busch. Ja, das aber ist was doch klar. Denn, Bruce? Ich überlege ja auch die ganze Zeit. Meistens denkt man ja immer, der hat einen zweiten im Saal sitzen, der guckt auf. Du hast ja auch so blöde das Ding noch hochgehalten. Daran glaube ich aber auch nicht. Nein, das glaube ich nicht. Natürlich schwöre ich definitiv, dass wir nichts abgesprochen haben. Ich hab mich Nein, ich kenne dich ja nicht. Ne, das glauben wir. Mit Evelyn kann man nichts absprechen. Ich kenne dich nicht. Da sind wir safe. Aber es geht ja nicht darum, dass wir immer irgendwie dran rummäkeln, weil wir es nicht verstehen. Ich finde das super. So, wirklich. Du hast das toll gemacht. Ja. Kein Schwein weiß, wie es funktioniert. Danke. Deshalb kann ich dir nur sagen, also Kompliment für das Ding. Also hast du gut gemacht, hast dich auch gut verkauft. Super. Ja, das stimmt. Auf der Bühne. Muss man sagen. Alles okay. Von mir kriegst du auch ein Jahr. Ja, Chris. Großes Kompliment. Viermal ja. Hier ist dein Stern. Danke. Kein Problem. Vielen, vielen Dank. Aber irgendwann musst du mir mal den Trick verraten.